Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu We Were Here im nächsten Raum. Ich sag mal so, vielleicht nicht jedes neue Rätsel ein neues Video, wenn wir nicht ganz so lange brauchen wie beim ersten Mal. So. Was? So, also ich bin jetzt in einem neuen Raum. Hier ist eine Uhr drin, die mich wahnsinnig macht. Ich habe eine Tafel mit verschiedenen Symbolen. 3, 6, 9, 12, 15 Symbole. Okay. Und ich habe ein Bild. Oh, ein Bild. Was ist auf dem Bild? Ein Tier auf rotem Grund. Ein Vogel mit zwei Schnäbeln, einem langen nach rechts, einem kurzen nach links. Okay. Und einem Schneckenhaus auf dem Rücken. Ja, zwei Beine. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Ist es so ein bisschen storchmäßig? Ja, also er guckt nach rechts, der lange gelbe Schnabel und ganz kurz nach links. Okay, ich glaube, ich brauche was zum Schreiben. Okay. Oder du musst mir was. Ich weiß nicht, was ist da? Symbole oder was? Genau, also ich habe drei Symbole. Okay, die kannst du mir ja mal erklären. Du musst die wahrscheinlich hier drücken. Okay, das eine ist ein. Gott, wie beschreibt man denn das? Also von oben nach unten ist es ein umgekehrtes Dreieck, die lange Seite sozusagen oben. Dann geht da so ein Stab nach unten, beziehungsweise unten ist ein Pfeil, der nach oben zeigt. Von der Mitte aus links und rechts so Stäbe mit vertikalen. Ja, habe ich. Okay. Achso, oh, ach, das sind Tafeln, die kann ich nehmen. Wo muss. Ist das ganz links oder ist das. Das ist ganz links bei mir. Okay, das habe ich da reingesetzt. So. Warte mal, wie sehen denn die Füße aus? Sind die mit so. Wie nennen die Dinger sich so zwischen den. Ja, Füße, also gelbe Beine, zwei Stück und dann zwei Zehen an jedem. Okay, genau, bin ich richtig. Okay, sag ich jetzt mal. Dorten haben gesehen, da gibt es das gleiche Ding nur mit Schwimmhäuten. Achso, okay. Okay, dann in der Mitte, das sieht aus wie eine Blume, mit also ein Stängel, dann links und rechts zwei Zweige und oben ist ein Viereck, so eine Raute. Ja. Und links und rechts oben drüber. Hat da zwei Ohren, ja, so eine komische Katze. Okay. Ja. Okay. Was für eine Fantasie. Und was haben wir noch? Sieht aus wie ein Haus. Also so. Mit dem Gesicht? Ja, genau, mit dem Gesicht. Also so kleine Fenster sozusagen, links, rechts, oben und in der Mitte. Haben wir. Ich merke schon. Easy. Hier will was rein. Okay, ich gehe weiter. Irgendwas verfolgt mich. Das hat gerade. Das ist im ersten Raum und hat gegen die Tür geschlagen. Alles klar. Gott, ich habe keinen Bock, wenn das ein Horrorspiel ist. Okay, wir müssen uns. Es tut mir leid, wir müssen uns leider mal eilen. Ich habe hier. Über der Tür steht Orange und hier läuft gerade das Wasser rein. Okay, ich habe hier ein paar Rohre und wie gesagt nur Orange. Ich weiß nicht, ob du irgendein Ventil oder so findest. Ja, ich habe ein Ventil. Und ich hoffe, das ist orange. Valve open? Was? Valve open? Nee. Ja, hat Ventil öffnen. Noch nicht. Hast du da ein orangenes Ventil? Das habe ich gerade. Ich bin der Meinung, das ist orange und das habe ich gerade betätigt. Ich habe aber noch ein blaues und ein rotes. Es ist. Also hier steht immer noch orange. Okay. Über der Tür. Jetzt habe ich es geclosed. Passiert nichts. Warte, ich muss unter Wasser gucken. Ist immer noch orange. Hoffe ich. Es ist ein bisschen. Ist natürlich ein bisschen. Hä? Oh, schnell. Ich weiß nicht, was du siehst. Also ich bin gerade einen Gang entlang gelaufen mit mehreren Statuen. Ganz unten ist ein bisschen Wasser drin und drei drehende Ventile. Dann dreh ein anderes! Ey! Ich habe ein rotes gedreht. Das hat auch nichts gebracht, scheint's. Jetzt ein blaues. Ich hab jetzt mal alle geöffnet. Das ist wahrscheinlich nicht orange. Warte mal, was ist denn die Komplementierfarbe? Rot und gelb? Okay. Danke.
Scheiße. Das ist gelb, nicht orange. Du musst das orange herstellen. Ja. Das macht Sinn. Kein Problem. Weißt du, das halt, ich konnte gerade noch so rausgucken. Ich stand hier auf einer Säule. Ja, die letzte, die da war. Was ist denn das hier für eine komische Platte? Wenn ich da drauf gehe, geht's doch hinter mir zu. Ja, war wieder klar. Ich habe mich erst nicht getraut, hier runter zu gehen. Was? Ja, weil das so gruselig aussah. Oh, siehst du, ja, jeder Raum, ein Rätsel, ein Raum wäre jetzt ein bisschen knapp gewesen. Wir sind ja 5 Minuten dabei. Okay, also, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt wieder hochgelaufen, weil es gab keinen weiteren Weg. Ich stehe jetzt vor einem Tor, da ist ein Hebel. Das ist ein weißes Tor. Mit einem weißen Hebel. Jetzt habe ich den Hebel betätigt. Und fährt hier, glaube ich, gerade durchgeschleust oder so. Kann ich den Hebel nochmal betätigen? Bin ich dann hier drin gefangen? Vermutlich ja. Okay, was haben wir hier? Bring down the grinding light. Okay, außerdem, also ich bin jetzt quasi, ich kann jetzt nach links und rechts laufen. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Labyrinth oder dergleichen. Und ich habe so quasi auf dem Boden, wie sagt man, was immer auf Landkarten ist, weißt du, so Nord, Süden, Westen, so ein Stern. Oh nein, ich muss dich da durchlotsen. Ah, das ist ja richtig kacke. Du musst mich lotsen? Okay, hast du eine Karte quasi? Ich habe jetzt eine Karte, ja. Und ich stehe jetzt quasi direkt auf dem Stern. Auf welche Farbe hat der Stern? Also, der ist eigentlich grau bei mir, aber er zeigt nach Norden. Also der eine Zacken ist rot. Also da ist Norden für mich. Okay. Aber ich kann mich mal umgucken. Warte, schau mich hier mal um. Bist du in einem geschlossenen Raum? Nee, ich bin im Gang. Im Gang. Hier sind viele verschiedene Gänge. Hier ist zum Beispiel ein Hund. Der hat einen Kronleuchter auf dem Kopf und hier ist ein Kerzenleuchter auf dem Kopf. Ich geh einfach mal. Ja. So, jetzt, ich kann hier einmal im Kreis laufen. Was haben wir hier? Hier ist ein blaues Tor. Was bist du? Warte, ein blaues Tor. Ja, das ist offen. Das ist offen. Ja, das ist offen. Perfekt. Dann weiß ich, wo du bist. Okay. Gang bis hinten hindurch. Jetzt kann ich nach rechts eine Treppe hoch. Okay. Und jetzt splittet sich das einmal geradeaus und einmal nach rechts. Ne, Moment. Nein, stimmt nicht. Das, links, oder? Nee, gar nichts. Noch nichts. Also hier ist alles. So, hier stehe ich vom grünen Tor. Das ist geschlossen. Ja. Jetzt drehe ich wieder um. Mhm. Ich gucke mich nur einmal um quasi. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Das ist das Ding. Und jetzt ist hier ein offenes rotes Tor. Warum ist das jetzt ausgegangen? Bitte was? Kannst du nochmal durch das offene Tor? Was, das rote? Also, ich weiß nicht. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich hatte eine Karte. Ja. Da waren die Sachen eingezeichnet, die okay. Du alle benannt hattest. Ja. Und dann sagst du, ich gehe durch das Tor, puff, alle weg. Also, ja, ich bin so unter dem roten Tor durchgegangen. Okay, scheiße. So, jetzt stehe ich wieder vor dem grünen. Okay, das war hier, ja. Jetzt gehe ich da den anderen Weg entlang. Und hier ist alles duster. Da ist nichts, da ist open. Der andere Weg ist der gegenüber von dem Grüntor? Ja. Ah, okay. Aber da war rot und das war offen. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich bestimmte Wege nicht gehen. Aber so, dass deine Karte offen bleibt. Weißt du, du bist ja auch gerade zurückgelaufen. Da hat's, also es hat es nicht zurückgebracht. Das ist jetzt die ganze Zeit aus. Okay, kannst du irgendwas drücken? Also ich kann jetzt hier quasi mal, ich gehe nochmal durch Rot. Und hier ist Grün. Hier ist Grün offen. Hier ist noch alles geschlossen. Vielleicht muss ich auch wieder zurück an den Anfang. Rot geschlossen, Grün offen. Warte, ich suche den Anfang. Das ist... Der Anfang. Ach, scheiße, jetzt bin ich hinter geschlossen. Ich weiß, woran es lag. Nicht an dir, an mir. Ah, ich habe hier einen grünen Hebel gefunden. Okay, einen grünen Hebel. Gegenfalls hier. Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Hat sich was geändert bei dir? Nee.
Gar nichts? Okay. Ich bin der Meinung, nein. Okay, also jetzt bin ich hier in diesem Raum. Jetzt habe ich da jetzt... Ich kann grün öffnen, aber es bringt mir nichts, dann schließe ich mich nämlich selber ein. Also müsste ich quasi erst blau finden. Blau kann ich dich lotsen. Warte. Aber ich habe halt den blauen noch nicht gefunden. Den blauen Hebel. Kann ich dich lotsen. Ach so. Der dürfte offen sein. Also ich stehe wieder vor dem ersten grünen geschlossenen. Geschlossen. Okay, dann gehst du zurück da, wo das blaue war. Also sozusagen, wenn du genau vor dem Tor stehst, rechts von dir. Ja, das müsste hier sein. Da geht's dann wahrscheinlich wieder Treppe runter. Da ist das blaue offene. Da gehe ich gerade durch. Jawohl, dann wieder links. Ja. Dann gehst du nochmal Treppen irgendwie runter, ja. Dann der einzige Weg führt ja eigentlich nur nach rechts. Und jetzt geht's links die Treppe. Ach, da ist der blaue Schalter. Genau da runter. Genau da. Ich weiß halt nicht, was ich machen muss. Das ist das Schlimme. Ich habe jetzt einfach mal den Hebel aktiviert. Bei mir ändert sich halt farblich gar nichts. Jetzt müsste ja natürlich der eine blaue geschlossen sein. Aber ich kann ja einfach mal zurück zum Anfang gehen. Ah ja, jetzt bin ich am Anfang. Jetzt gehe ich mal links den Gang runter vom Anfang. Also... Was? Links vom Anfang? Okay, ja, dann kommst du wieder an ein blaues Tor. Also an das, was du vorhin... Was? Da schleicht was. Oh nein. Bitte was? Hallo? Hier ist gerade was lang gegangen. Bin ich froh, dass ich bei mir bin. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Gulli verschwunden ist. Ich bin nicht allein. Sollen wir das Walkie-Talkie nutzen? Nee, das könnt's hören. Katastrophe. Okay, jetzt bin ich beim anderen blauen Tor durch. Ah ja, ah ja, 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 ja. Jetzt habe ich hier den grünen Hebel. Genau, den kannst du betätigen. Dann geht da das Tor wahrscheinlich zu. Jetzt musst du mich noch zu Rot bringen. Ja, da... kannst du, wenn du genau vor dem Hebel stehst, ja, links die Treppe hoch oder runter durch dieses Tor laufen? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, aber durchs Blaue kannst du noch durch, wo du hergekommen bist? Ja, das habe ich ja aufgemacht, genau. Gut, dann geh mal da durch. Dann dürftest du ja gleich wieder zum Anfang kommen, da kannst du komplett hinlaufen. Das müsste der hier sein, oder? Treppe runter? Oder? Ist hier jetzt Treppe hoch und dann... Ja, da ist der Anfang, genau. Genau, dann läufst du weiter, sozusagen da, wo du auch vorhin hergekommen bist. Scheiße. Wieder die Treppe hoch, runter, wie auch immer. Also... Ja? Beim Anfang durchlaufen, dann links rum, nochmal links rum die Treppe hoch oder runter. Ja, links rum, links rum, ja. Warte, ich muss mal ganz kurz nochmal einen Hebel aktivieren, damit ich... Oh, das ist natürlich jetzt bitter. Was denn? Jetzt hier das blaue Tor zu. Nee, oder? Warte, okay, warte. Muss ich ja, ich kann ja zurück zu dem Hebel. Den brauchte ich ja jetzt nur, um grün zu aktivieren, um da wieder rauszukommen. Jetzt mache ich hier wieder blau auf. Blau aufmachst, ist nämlich wieder dieses grüne Ding zu. Nee, jetzt komme ich in den grünen Raum nicht mehr rein, weil beide Tore zu sind. So, jetzt komme ich ja, jetzt bin ich wieder am blauen Tor, was eben noch zu war. Und jetzt gehe ich die Treppe hoch. Genau, und dann hinten rechts. Da hinten rechts? Hier ist ein grünes Tor, rechts von mir? Ja, und da müsstest du eigentlich durch. Da durch? Okay, ja, kann ich durch. Achso, ja gut. Und da muss hinten... Ah ja, hier ist der rote Hebel. Und jetzt müsste das Tor eigentlich offen sein. Weil jetzt komme ich von dieser Seite wieder durch blau durch, ne? Das weiß ich nicht. Also ich war... Ja, warte, doch, also das kannst du mal probieren. Wahrscheinlich wird der hier zu sein. Moment, was? Jetzt ist hier rot zu? Bin gerade verwirrt. Wo bist du lang gegangen? Ja, viele verschiedene Wege.
Warte, also hier ist jetzt ein rotes Tor und das ist zu. Ich dachte eigentlich, das sollte jetzt offen sein, aber das ist falsch. Jetzt bin ich wieder bei dem grünen Tor vor dem roten. Muss ich dann die Treppe hoch? Ja, ne? Nee, du musst. Ich nehme mal an, du musst komplett wieder zurück an den Anfang. An den Anfang? Ach so, okay. Das ist offen, jetzt ist die Karte wieder aus. Meine Fresse. Ich verstehe, ja. Okay, und dann muss ich. Muss ich dann grün wieder aktivieren oder was? So, jetzt sind beide nämlich zu. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am schönsten machen muss. Hier bin ich. Mal kurz für mich die Verständnisfrage. Als du aus dem grünen Tor wieder, also nachdem du den Hebel gezogen hast, rausgegangen bist, bist du ja mal geradeaus durch? Ja. Und da war dann irgendwann ein rotes Tor und das war zu. Okay, verstehe. Und ich gehe mal davon aus, ich muss zu der anderen roten Tür. Ich gehe davon aus, jeder hat hier zwei. Ja. So, ich stehe jetzt wieder da, wo es zu dem Roten geht. Jetzt muss ich einfach nur zurücklaufen, ne? Genau, also Richtung Anfang am besten, denke ich. Ja, ich glaube, das müsste der Weg sein. Jetzt bin ich beim blauen Tor. So. Ist das schon... Ah ja, hier ist der Hund mit dem Kerzenleuchter. Und da ist der blaue Hebel. Muss ich den aktivieren? Ich glaube, nein, oder? Wahrscheinlich doch. Um da durchzukommen? Nee. Warte, ich geh mal durch. Mal gucken, ich guck mal, wie das Tor aussieht. Ja, bitte. Ging's hier weiter? Nee. Da, die Treppe hoch. Rechts und links. Wie sieht's hier rechts aus? Rechts ist ein blaues Tor, das ist zu. Da muss wirklich den blauen Hebel nochmal nutzen. Ah ja, okay, da muss ich durch. Okay. Genau, da musst du dann durch, dann kommst du wieder an den grünen Hebel ran. Ja, aber ich habe ja gar kein geschlossenes grünes Tor gehabt, oder? Ich weiß das gerade nicht. Mal testen. Beim grünen Hebel ist das Tor. So, jetzt habe ich den blauen gezogen. Ja, wir müssen das Ganze wahrscheinlich jetzt noch einmal rückwärts machen, weil ich bin ja ganz am Anfang zu dem roten Tor gekommen, wo ich jetzt wieder hin will. Und damals war es zu und jetzt müsste es offen sein. Ja, richtig. Genau, deswegen musst du da nochmal... Also, du hast den blauen gezogen? Ja, jetzt bin ich wieder bei dem grünen Hebel, genau. Genau. Und jetzt... Links im grünen Hebel müsste eigentlich... Ah, genau, jetzt das grüne Tor ist hier zu. Genau, jetzt ziehst du dann nochmal den Hebel. Und zack, und jetzt müsste ich hier durchkommen. Und nach links müsste jetzt das Tor sein, ne? Ja. Tada! Mensch. Checkpoint. Checkpoint ist doof. Sterbe ich jetzt? Dungeons and... Bitte was? Nee. Was soll das denn heißen? Was heißt hier Dungeon End? Dragons? Nein. Normalerweise Dungeon and Dragons. Hallo? Ich gehe da nicht durch die Tür. Da draußen ist kalt. Da ist das Schnee, das Winterwunderland. Was? Du kannst raus? Ich kann jetzt gleich raus. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich natürlich nicht den YouTube-Algorithmus verpassen. Ihr wisst ganz genau, wie er läuft. Kommentieren und kritisieren und dergleichen. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Midnight. Und Hegner. Tschüss.